bin die Saat des Bösen. Wer an mich glaubt, erfährt ungeahnte Einblicke in die Geheimnisse des Lebens. Aber wer an mir zweifelt, den erwarten grauenvolle Ängste und Todesqualen. Das sind die ersten Zeilen eines verbotenen schwarzen Buches. Alan, ein junger Wissenschaftler, schlägt es auf. Damit beginnt für ihn eine magisch-mysteriöse Reise in eine Welt des Schreckens. In das Spider-Labyrinth. Neugierige Suche nach dem Unbegreiflichen wird diesem Mann zum Verhängnis. Die überwältigende Macht des Bösen wird zur tödlichen Realität. Roland Vibecca, Paolo Rinaldi, William Berger und Stéphane Audran in Spider-Labyrinth.